Heiliger Himmel, was für eine aufgeblasene Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht Sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Meine Herren, der Führer! Ja? Hallo? Eva, du musst den Führer verlassen. Hermann! Sei so dumm. Jetzt geht es um Leben und Tod. Wie kannst du denn sowas nur sagen? Wo bist du überhaupt? Ich habe entschieden, nicht die Absicht, in Berlin zu sterben. Hermann! Weiß meine Schwester, wo du bist? Überleg's dir, ich rufe wieder an. Die Affen zum Beispiel. Trampen jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafen Bernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und da ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja. Aber Himmler. Ja, ist das denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötscherlein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Ziehen Sie sich an. Wir müssen Sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Lass mich los, du kleiner Gärtner! Stehen bleiben. Alter!